erstmal so einen kleinen Schwenk hier durch die Foliere machen hier. Na, Arami, wie sieht's aus bei dir? Bist noch einsam? Ja, wird sich bald ändern, da. Alter Hengst. Na, will ich gucken, ja. Jetzt gucken sie die Kamera, aber nicht reinbeißen, gell? Nicht beißen. Beißen ist hier nicht erlaubt, in die Kamera rein. Das darfst du nicht machen. So. Romeo, du bist auch so ein alter Kamerabeißer hier. Du hier. Uhu. Was erzählst du? Mhm. So, wo ist Daisy? Ja, du bist ja noch da. Ich weiß schon, du bist da, Arami. Ich weiß schon. So, Daisy hatten wir auch hier. Und da haben wir Leonie, die hole ich gleich mal runter hier. Wer fehlt noch? Julia. So, Donald. Daisy. Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Ui. Komm her, kuss gleich mal ein hier. Komm her. So, lass dich schmecken. Dienstag heute. Dienstag ist Volljahrestag. Heute gibt es wieder viel zum Erzählen. Könnte wieder. Sawadika. Später, ich vergesse. Ach ja, es kommt ja auch. Ja. Vorher muss ich auch noch Hallo sagen. Die Vogelmama. Kommt aber auch gleich noch im Video rein. Ja. Also, heute wieder lange Story. Ich habe mir schon Zettel da fertig gemacht, dass ich auch nichts vergesse hier da wieder. Ne? Es kommt heute einiges. So. Ja. Also, hast noch, dann kriegst du auch noch nichts. Habt ihr gesehen, Leonie haben wir am Freitag in die Foliere eingesetzt und ich habe mir schon vorab gedacht, das könnte ein bisschen heikel werden, weil ja Anna, das Muttertier, die Bindung nicht mehr hat zu dem Küken, weil wir es ja von Hand aufgezogen haben und dass es da eventuell ein paar Probleme geben könnte. Aber wieder erwarten war es eigentlich mit Anna nur mal ganz kurz so hier, eben mal so Hallo sagen dann da. Hat also da nichts groß Hackordnung Papa? Hier jetzt gegeben da. Laber ich wieder zu viel. Und gab also da mit Anna eigentlich wenig. Auch mit Julia recht wenig. Julia ist ja hier Chefin in der Foliere. Und wo es Probleme gegeben hat, auch nicht mit den Beos, auch nicht. Muss ich auch noch sagen, auch nicht. Mit der Bartsittiche. Komm her. Mit den, hin. Du musst erst mal aufessen. Mit der Bartsittiche. Da gab es Probleme. Und da ging es also eine Stunde wirklich hin und her dann da. Ne? Also mit den Bartsittichen. Und die haben sich am Anfang überhaupt nicht vertragen, muss ich sagen. Na? Und aber es hat sich nach einer Stunde gab sich das dann dahinter, ne? Und wir hatten dann also nach einer Stunde ein bisschen Frieden hier und am Abend war es dann schon dann wieder ruhig. Ne? Die, wo es am Samstag dann gesehen haben, dass live, ja, das live, da hat man auch schon jetzt gesehen, also es war dann wirklich friedlich dann da. Ne? Na, willst du auch was haben hier, ne? Aramia muss runterkommen, die kommen nicht hoch. Ja, bitte. Hier, da muss ich runterkommen. Wenn du was haben willst, muss runterkommen. Ich hab hier. Ne? Somnamna, setz dich da hin. Arami, setz dich da hin und dann kriegst du was. So. Na, er kommt nach unten. Guck, er kommt langsam. Kommen. Ja, der muss runterkommen. Hier. Oh, kehr noch umul. Hier, komm her. Nee, da, stopp. Nicht ins Ohr beißen. Hier. So. Und kein Pussy geben. Oh, kehr noch umul. Donald hier. Also. Das war also das mit Leonie. Wie gesagt, also jetzt ist drin hier. Normalerweise kommt sie. Ich wollte sie hier auch jetzt auf den Arm halten, aber naja gut, wenn sie heute nicht kommen will, dann wir können sie auch dann da nicht zwingen. Dann zeige ich euch gleich mal hier mit dem Springbrunnen da. Schwenk mal rum. Was ist das? Mit dem Springbrunnen da, den haben wir auch noch neu.
So, da habe ich das. Die Pumpe war ja kaputt. Die halten ja auch nicht lange. Das kostet ja auch nur 5 Euro da, weil so eine Pumpe da scheißegal, ne? Mit Solar drin, da hält aber auch nicht lange. Ne? Und das haben wir jetzt Papageienzieher jetzt gemacht. Dann haben wir die Nistkästen endlich runter jetzt gemacht. Das nochmal rumschwenken. Schwenkt nochmal ein Schwenker rum hier. So. Aber ich mache das alles hier gleich nochmal im extra Video. Machen wir das hier nochmal reinschneiden, was wir die ganze Woche da jetzt gemacht haben. Da, das schneide ich gleich hier noch rein. Dann, da sieht man auch hier genau in dem Video, dass die Phobus sind auch schon hoppel hoppel machen, ne? Die Phobus. Das heißt, die kriegen da vielleicht eventuell möglicherweise wäre, wenn auch von den Phobus noch Küken. Sieht so aus. Die waren schon fleißig dabei dann, ne? Kommt auch in dem Video gleich da rein. Dann, das Wichtigste ist heute, tada, die Spardose ist voll. Es kommt eine Arabella. Und zwar, warte mal, da muss ich aber erst meinen Zettel hier mal umdrehen hier. So, da muss ich den Zettel hier mal umdrehen hier. Guten, sagt er. So, und zwar hatten wir ja für die Arabella um den Dreh rum, sagten wir ja, 20.000 Watt müssen wir ausgeben jetzt dafür. Und da kamen dann also doch die 20.000, jetzt nach und nach kamen die dann doch jetzt da rein. Und da fangen wir mal mit der Reihenfolge an, von oben nach unten, wer da was gespendet hat. Da, ne? Also die Sue hat also den größten Beitrag gegeben. Hut ab, muss ich sagen. Vielen Dank dafür. Ja gut, aber ist ja auch mal die Ehre wert, ne, muss ich sagen. Also die Sue hat den größten Beitrag dazu gegeben. Vielen Dank, Sue. Vielen Dank dafür. Dann war der Gerben war hier, der Holländer, und der hat dann auch noch einen Beitrag gegeben dafür. Ich habe das dann hier in die Spardose reingelegt, den Beitrag dafür. Und das legen wir dann hier zu. Dann der Jürgen hat noch einen großen Beitrag gegeben. Dietmar nochmal, der Volker, und dann kam noch ein Betrag vom Reinhard noch dazu, dass wir also jetzt die 20.000 da voll haben. Das heißt für uns jetzt in der Tat wieder, wir müssen nach Bangkok. Wir müssen in der Tat nach Bangkok runter. Also, wir drehen das Video heute am Montag. Ihr seht das am Dienstag. Wir werden wahrscheinlich am Mittwoch oder Donnerstag runterfahren nach Bangkok. Da haben wir ein 3 Jahre altes Weibchen gefunden. Und zwar im Facebook. Ja klar, wieder Facebook ist ja klar. So, ne? Ich hatte noch einen Graupapagei, der war im KD drin, aber da stellte sich dann doch heraus, das war ein Männchen. Das ging also dann da nicht. Dann hat Porn, wie gesagt, im Facebook die dann gefunden, und das ist eine Zoohändlerin. Die hat auch eine YouTube-Seite und die hat auch wirklich viele Tiere da. Und die hat jetzt, wie gesagt, eine Arabella, 3 Jahre alt. Aber ich sag, hat das Tier auch Papiere? Hat das auch ein Zertifikat, dass das wirklich eine Dame ist? Und sie sagt nein, aber sie weiß es hundertprozentig, dass es eine Dame ist. Ich sage, ist mir nicht genug. Ich will auch hier Stempel haben. Und jetzt geht sie dann ins Labor und lässt dann da Blut abnehmen für den Vogel. Und da DNA-Check machen, ob es wirklich eine Frau ist oder ein Mann. Weil man sieht es am Graupapagei nicht. Ne? Wenn du ein beschultes Auge hast und du hast einen Vergleich, dann kannst du wohl sehen zwischen Mann und Frau, dass da Unterschiede ein paar kleine sind von der Größe her. Aber das ist mir zu unsicher bei dem Preis sowieso dann da. Ne? Und wir müssen ja wissen, ist es wirklich nicht. So, das macht sie jetzt am Montag. Dann werden wir, wie gesagt, am Mittwoch dann Bescheid kriegen oder am Donnerstag.
Und dann fahren wir runter nach Bangkok. Ist natürlich auch wieder klar, ich habe schon mal gesagt, von den Kosten her ist das natürlich wesentlich teurer als mit Chicken. Du musst runterfahren. Du hast Diesel von uns, sind 7 Kilometer, eine Fahrt runter. Du musst noch Hotel machen. Es ist wesentlich billiger, du lässt einen Fuß. So, aber das haben wir ja gesagt, machen wir nicht mehr, weil da ja doch Betrügereien auftreten können. Zu viel, yeah. So viel jetzt Betrügereien da. Sie hat eine Internetseite, sie hat einen Shop und sieht alles gut aus. Aber es kann auch alles wieder gefaked sein. Mensch, Jungs, ich weiß es doch auch nicht. Ne? Und deswegen, ich sage jetzt so, komm her, ihr habt dafür jetzt gespendet da und dann ist es jetzt auch meine Pflicht dafür, dass das Geld auch dann dafür ausgegeben wird. Und dann fahren wir halt darunter. Also, das ist für uns dann auch wieder wenigstens 2 Tage weg oder sogar 3 Tage. Ja gut, wir machen das aber dann, wie gesagt, ihr seht das am Dienstag und dann sind wir schon unterwegs am Mittwoch, Donnerstag und dann müssen wir da schon ein paar Videos dann wieder dann vorher. Das heißt, eventuell am Samstag im Live ist dann schon die Arabella hier. Tada! Ne? Ja. Ja, ne? Schwör. Ich schwöre. Ich schwöre. Ja, schwören sage ich mal jetzt noch nichts mit Schwören. Ja. Liegt die gerade? Das lassen wir. Schwöre, oder? Mit Schwören. Papa hier. Ja, schwöre, oder? Nee, du musst sagen, Papa da hinten. Ja. Ja. Da hinten. Bangkok. Papa hier. Nee, Bangkok. Gut. Warum aber die Vögel alle immer in Bangkok sind, ich habe keine Ahnung. Warum ist das so? Warum sind die nicht hier? Ne? Ja. Ja, ehrlich, du wirklich wahr. So, also, jetzt schneiden wir mal rein, was wir hier am Tag in der Woche jetzt gemacht haben. Komm, umsetzen hier und reinsetzen und alles, das machen wir jetzt mal. Guckst du. Guck mal da. Fertig. Nein. Ich will dir helfen, Papa. Guck mal da. Du hast ja gar keine Angst. Du hast ja gar keine Angst, Daisy. Was ist los? Hast du keine Angst mehr? Alles Papa, gut? Papa hier. Papa in the house. Und du willst gucken, was ich hier mache, oder was? Ja. Aber schwätzen tust du immer noch nichts. Ne? Aber du bist ganz, ganz so. Darf man schon ein bisschen Füße packen? Jo. Füße packen, jo, geht schon, jo. Ui, guckst du ein bisschen komisch. Ein bisschen langen Hals machen. Ja. Aber geht. Ja, ja, ja. Jetzt schmeckt mal was. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Ah, ich weiß warum. Sie kann nur Thai. Mit Deutsch ist nicht. Papa hier. Swadika. Swadika. Papa hier. Swadika. Sie muss jetzt ja eine Fremdsprache lernen. Na? Schön. Bye. 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 Weiterarbeiten. Genug, hast recht. Weiterarbeiten. Ja. So. Ja. So, alle runtergesetzt. Löcher rein. Oben auch. Daisy. Kleines Mäuschen, wie geht's dir? Kann man schon die Füße schon packen hier? Ja, 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 ja. Bitte. Ja, 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 ja. Wird zutraulich, gell? Ja, guck's doch noch böse, guck's noch. Guck's noch böse. Donald. So, den haben wir auch fertig gemacht. Endlich hier kam die neue Pumpe rein. Papageiensicher diesmal. Hier schön alles im Rohr reingepackt. Hier alles hoch und dann hier oben auf dem Dach da oben drauf gepackt das Ganze. Das ist jetzt wirklich, also Papageiensicher, dass da keiner mehr hinkommt. Echt, also die sind wirklich. Du auch, du bist auch so eine. Du bist auch so ein Kaputtmacherin, ehrlich du. Du machst auch alles kaputt hier.
Und Aramir auch, aus dem Kaputtmacher. Oder hier. Aus dem Kaputtmacher hier. Ja, du hängst mit deinem langen Schnabel hier. Nein, das kann nicht kommen, oder? Geht auch nicht. Genau, dann kann die auch raus, dann brauchen wir die jetzt gar nicht mehr hier. Dann haben wir alles jetzt unten in Augenhöhe gepackt. Anna bleibt trotzdem in ihrem Haus drin, ist ja klar. Hat sie mich auch gebissen, wo ich hier dann das Haus daran rumgeschraubt habe. Hier habe ich nie aufgepasst, ey. Zum gleichen Ellbogen reingebissen hier. Ja. Sie Haus verteidigt. Ach, da lacht der Vogel. Da lacht der Vogel. Ah, da lacht der Vogel. Ja, jetzt lacht er nicht mehr. So. Wo kann das hängen? Dann kommt heute der große Moment. Wo? Hier, ne? Hier, nee, da sitze ich ja. Da muss ich ja sitzen. Da muss ich ja sitzen. So. Neugierig kommen. Nein, ich kann nicht. Ich muss um Gott die Tür hier. Die Tür hier gut. Ah, Entschuldigung. So, bist du schon wieder hier, Frau Neugierig? Muss du locken mit, Auch mal, Luke, auch mal. Ja. So. Jetzeli, du bist friedlich und Anna ist auch friedlich, gell? Also es könnte jetzt ein bisschen Probleme geben mit Anna. Weil ich vermute mal, dass die Bindung jetzt ja nicht mehr da ist als Küken. Ne? Ob sie jetzt immer noch als ihr Küken annimmt, das werden wir sehen. Ich weiß es nicht. Ne? Also von der Größe her ist es gleich so wie Anna, würde ich fast sagen. Ja. So. Was jetzt passiert, abwarten. Ne? Und gucken, ob sie rauskommt. Dasselbe wie bei Anna, was guckst du komisch? Hä? Luke, da. Ja. Kannst kommen, wenn du willst. Ja. Aber hoffentlich dauert es nicht so lange wie bei Daisy. Da dauert ja 2 Stunden, bis sie rauskam. Daisy, also Daisy, wir haben sie schwätzen gehört. Sie kann doch schwätzen. Heute ist frei. Was machst du hier? Was machst du wieder hier? Ha? Du Kamerateurist. Ha? Du Kamerateurist. Heute ist Freitag und wir haben sie gestern schon schwätzen gehört. Heute auch. Sie fängt an. Kommt die Julia auch wieder hier. Deswegen immer hier lange Hemd bitte, ja. Gell? Und die auch so schöne scharfe Krallen hier. Sieh hier. Wenn du da ohne Hemd kommst, ehrlich, du, die hast alles dann zerkratzt. Ja, genau du hier. Ne? So. Und du auch hier. Du bist auch so eine mit scharfe Krallen hier. Also, ich wollte sagen, aber sie schwätzt. Nicht viel, nicht so wie Donald, aber es kommt jetzt. Was hast du gehört? Was sagt sie? Ich weiß nicht, aber ich habe gehört alle Ton. Andere Ton, ja. Die Horne. Also, es kommt was. Sie kann doch schwitzen. Gut. Porn, Hilfe. Hier kommt sie gerade hier und jetzt habe ich hier. Oh. Kann die Kamera gar nicht halten. Hier, der große Augenblick. Ui. Nimm mal Julia weg. Oh.
alle mit den Büchsen. Hier ist was los, hier ist was los. Hier ist Stimmung. Stimmung, Action. Man Puder weh in einer Stadt. Wer? Deine Tackkopf hier. Gibt's da Streit drüber? Hat doch genug da. Nein, mein Kind. Also, die ist schon mal raus. Ist schon mal gut. Haben wir schon mal was Gutes jetzt hier. So, klar. Also hier, Julia ist ja klar. Sie ist ja eh der Chef hier in der Foliere. Sie ist also in der Hackordnung Nummer 1 hier. Sie hier. Sie ist Chef. Ganz klar, in der Foliere ist sie die Chefin hier. So. Was jetzt mit Anna ist, das würde mich jetzt interessieren. Was sagt Anna? Natürlich alles neu jetzt hier, ist klar, alles neu, alles neu. Oho, sieht ein bisschen strubbelig aus. Fliegen, jetzt kann sie, ja. Obwohl sie so strubbelig aussieht, aber es geht, sie kann gut fliegen. Also ganz anders wie mit Daisy. Mit Daisy reinsetzen war ja überhaupt gar keine Frage. Als wenn überhaupt kein anderer Vogel drin wäre. Die haben sie überhaupt gar nicht jetzt beachtet. Daisy, aber hier mit Leonie, da ist ja richtig Stimmung jetzt hier, ehrlich doch. Jetzt ist es wieder. Bert. Mann. Die Badsittiche. Oh, was ist denn los? Die Badsittiche, du. Und grüne. Grün, ja, grün, aber die müssen noch sehen, das ist doch nicht meiner. Ist doch nicht meine Art. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
beide Seiten, links und rechts. Die da oben wieder hier. Die sind am schlimmsten so. Die Warzittiche. Die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass die irgendwie Schwierigkeiten machen. Ich habe hier natürlich gedacht, wieder hier. Die Beus, ne? Und Anna. Das war eigentlich hier, was ich gedacht habe, das wird Probleme geben. Aber die Beus, die Warzittiche, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Und, okay, hier, die ist der Chefin hier, das ist ja klar. Ja. Ja. Madame. Ja. Oh oh. Aber kein Ärger machen, gell? Kein Ärger machen hier, gell? Kein Ärger machen. Mit links Kamera halten hier, kann gar nichts sehen hier. Porn! Komm! Komm zu mir! Komm zu mir! Hier! Komm, Hilfe! Ich hab Kamera hier, Hilfe! Hilfe! Ah. So, ihr macht hier keine Dummheiten, ja? Leben ist kein Ponyhof, gell? Auch ich bin der Verlierer nicht hier. Die sagt meine Papa aber. Ja, ich hatte sie hier eben abgeholt hier, die Leonie. Natürlich kam sie gleich an, ist klar, ne? Mein Platz hier, ne? So wie so. Schön. Schön. Mit meiner Schwitzhut. Schönes Nest hier. So, oh, das ist aber schön in dem Nest drin hier. Hm. Ja, ja. Die Anna kommt und. Anna kommt und? Nix. Passiert nichts mehr. Ja. Genau deswegen habe ich hier meinen Hut auf hier. Ja. Ja. Oh, der genau deswegen. Die Schafe krallen hier. Unhemd. Papa, in the house. Hi. Papa, in the house. Was war das denn hier? Was war das denn hier? Hä? Corona oder was? Vogelgrippe. Hey, scheiße, Vogelgrippe beim Uwe. Wir werden alle sterben. Guck, der Vogel. Papa hier. Da. Niemand. Schön. Warm. Alle warm, ja. Muss ich gleich jetzt mal wieder Spritze anmachen hier. Hm? Bist du schon wieder da? Guck mal, alles ist denn hier. Ja.
schon wieder hier. Du bist schon wieder. Guck mal. Immer Kamera beißen. Jetzt immer Kamera beißen. Das geht kaputt. Ist jetzt ruhig? Ist jetzt friedlich alles? Ja. Ja, ne? Ich glaube, jetzt ist gut, ne? Oder da hinten? Papa hier. Da vorne. Was sind die Knöpfe? Papa da. Aber nicht in Nippel beißen, das sage ich dir. Nicht in Nippel beißen. Papa da. Nippel beißen nicht erlaubt hier. Papa da. Papa da. Ja. Papa da! Ja. Papa! Papa hier! Papa da! Und ich glaube, das gibt heute ein langes Video. Tom. Bestimmt eine Stunde Video wieder. Wenn ich nicht so viel rausschneide, ehrlich. Ja. Geht oder geht? Ich glaube, jetzt ist alles gut. Ja. Dann kannst du erstmal sitzen und essen. Jetzt geht's, guck. Über eine Stunde, ne? Über eine Stunde war die Stimmung dann da drin, aber jetzt ist alles wieder ruhig. Jetzt sitzt sie da jetzt alleine. Julia sagt nichts mehr. Bert ist auch ruhig da oben. Ja, der schwätzt uns, ja. Aber keinerlei Stress mehr hier. Anna hat noch gar nicht viel gesagt, ehrlich. Bin ich doch erstaunt. Anna hat fast gar nichts gesagt. Ne? Ein bisschen, aber Alexander überhaupt nichts. Da lacht der Vogel. Und am Ende, was ihr da jetzt gesehen habt, war die Nymphensittiche können auch lachen. Das können die auch schon. So, Arami, für dich kommt es jetzt. Papa hier. Ganz dicke. Jetzt ist noch eine Frau jetzt hier. Ja. Da musst du bald den Hengst machen hier. Ja. So, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu den Nymphensittiche. Kommst du mit? Kann nicht. Also, dann gehen wir mal weiter hier. Du warst auch so ein, ne, du hier, mit der Leonie, du hier. Ne? Aber schwätzen, echt du, wenn wir hier sind, nö, da ist er kamerascheu. Das möchte er dann nicht zeigen, dass er auch sprechen kann. Er kann aber schwätzen, nur wenn wir nicht hier sind. Keine Rampensau. Ah! Ja? Ja? Anna? Willst du mir Eier legen oder was? Nö, doch. Gibt kein Hoppeloppel mehr. Ne? Also die zwei machen jetzt keine Anstalten mehr, dass wir nochmal eine zweite Brot anfangen, aber das sieht jetzt nicht danach aus, ne? Da ist Leonie. Gut, dann kannst du kaputt machen hier.
Mal kaputt, mal kaputt. Das ist zum Kaputtmachen nicht klar. Das ist nur hierfür da zum Spielen, dass wir zum Kaputtmachen haben dann. Okay. So, Ganscha und bei Toy, wie geht's? Ganscha! 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 Schwitzt nichts. Ja? Wollen sie nicht? Ist das zu heiß wieder, ne? Ist wieder zu heiß hier zum Action machen hier. Da unten sind sie da. Heiß, so heiß. Ah, hier dein. Ganz schön. Ganz schön. Ganz schön. Ganz schön. Lügen jetzt, gell? Ich glaube, die finden diese falsche Wange. Was ist mit dem Auge hier? Nein, ich hab nicht gesehen. Kann ich nicht. Gut. Aber das war eine Schwache. Nein. Gar nicht. Ich hab da nur zugehabt. Ein bisschen. Sonne, so viel. Chip, chip. Kann ich alle, ne? Mag ich nicht, ne? Frau mit Bein. Oh! Hey! Guck mal hier, Frau mit Bein, guck mal, aber frech. Ja, Mama. Mach die Welle. Jetzt lach doch noch mal. Ja, ich hab nicht so viel. Muss doch mal lachen jetzt hier. Ja. Ne, du. Ja. Jetzt geht nicht, ne? Die Food diese Zeit hat kaputt. Weißt du, ja, 34, ne? 34. Geht, geht, ne, guck mal, 11 Uhr, geht. Ne? Also. Normale Temperaturen, alles normal. Lasst euch da nicht verarschen von wegen 50, 70 Grad in Thailand, alles Quatsch. Guck mal. Ne? Die hier ganz schlimm. Die hier, ne? Mhm. Die hier auch so ganz schlimm. Phobos. Die kleinen. Kleinste Papageienart. Ihr habt noch Wasser, das ist gut, ja. Gut. Ja, die haben auch ganz schön zu kämpfen, ne? Wenn es hier mal hochgeht, so weißt du, so hier auf 38 Grad oder was, ne, dann sind die auch ganz schön am Flügel runterhängen. Ne? Ja. Ganz hart. Das sieht man gar nicht hier von der Seite hier. So, und zum Schluss hier. Drei. Wo ist der vierte? Auf meinem Kopf. Der ist schon wieder auf meinem Kopf. Hier. Da ist er ja. Rosie und Richie. Oh, der hat ein schönes Bild. Immer ein schönes Bild. Mach mal Zapfnil rein, du. Das ist aber schön. Guck mal. Hm. Das ist aber schön, du. Später. Schade. So passt es. Ach, Angst. Das sind so Worte, gell? Das sind so Worte. Ihr habt doch keine Angst hier. Ha? Nee. Das mögen die alle gerne. Das muss sehr gut schmecken. Oh, Finger. Ah, Finger, nicht schmecken. Ach komm, hat doch keinen Kern. Oi! Oi! Der hat aber die Nase voll jetzt. Mm. Das macht das Gefieder und wird es jetzt gelb? Ja. Ja, sagst du. Nein. Dieser schön, ja. Die haben wir schon. George und Joy. Warte mal so. Die haben ein ganz anderes Gefieder, aber sind ja auch schon Eltern. Ne? Ausgewachsen sind die und die sind ja noch jung hier. Und das soll sich noch ändern, dass sie auch so gelb werden.
Ich lasse mich überraschen. Schöne Farbe. Schöne Farbe hier. Ja. So, und gestern waren sie beide am Aufplustern hier. Ja, vier Stück. Alle vier? Ja. Alle vier. So? Pony oder was? Meine Kamerade. Und? So viel. Das muss lecker schmecken. Darf ich mal probieren? Ja. Nee. Muss die Kamera noch halten. Schön. Schlafen alle vier noch in einem Topf? In einem Nistkasten hier? Nick, gib Futter mehr. Nick, gib ein Dinken. Ach, das ist fertig jetzt, ja? Ach hier, die bekommen jetzt keine A19 mehr. Die ist alt jetzt genug. Nur noch Leonie. Ja, und die anderen, die dann auch mitfressen wollen. So, aber ihr bekommt nicht mehr. Oh, das ist schon groß. Oh, schade. Schade. Da macht Pumpe. Läuft gut. Die sind im Schatten, diese hier, ne? Die ist also wesentlich besser. Ja, die Sonne muss rumkommen. Entschuldigung, die hängt ja, die hängt da an der Gewehrwand dran. Da muss die Sonne erstmal komplett rumkommen. Dass das Ding richtig läuft dann da. Ne? So. Was durst denn wieder? Was durst denn wieder hier? Mit Zunge oder ohne? Ohne. Nein. Gib mir Kiss. Gib mir Kiss. Gib mir Kiss. Au, au, au. So, nicht im Finger beißen hier. Und nicht in die Kamera. Ihr dürft das alles nicht immer beißen hier, ja? Die kleinen Rocker hier, die kleinen Rocker. Die kleinen Rocker hier. Ah. George und John. Chip. Ach, können die auch schon tanzen? Ha? Können die schon ein paar Kunststücke jetzt hier? Ja, auf der Kamera fliegen können sie, sondern den Finger beißen. Granatespitz. Schön. Sonst? Alles dicht, alles gut. Keine Einschusslöcher drin. Herrlich. Du bist echt eine Frechheit. Ist das Rosi hier? Oder sie. Aber ich krieg auch jetzt so einen richtig schönen zu weit, ne? Die Augen da auch schon so. Schön. Also frech sind sie wirklich. Das muss man sagen. Das sind die frechsten hier, echt. Keine Scheu, gar nichts, ne? So, Jungs und Mädchens, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns Vogelvideo, ja, Samstag oder vielleicht auch schon Freitag, wie wir es gerade so reinschneiden hier von der Fahrt nach Bangkok, Arabella abholen. Das kommt vielleicht schon am Freitag oder Samstag. Ich muss gucken, wie wir es da reinkriegen von der Zeit an dann. Und sonst natürlich dann wieder Samstag im Live. Ja, machen wir so. Gut, würde ich sagen, das war's für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn und die lustigen Vögel aus Thailand. Und tschüssle. Und tschüss, ciao.